Hallo liebe Community, ich bin Christina von Shop Ceran. Ja, ich befinde mich hier in unserer Shop Ceran Showküche und was ich hier heute vorhabe, ist Popcorn herzustellen aus diesen Maiskörnern. Und dazu habe ich mir einen Profi dazu geholt, und zwar eine professionelle Popcornmaschine. Und diese möchte ich gerne antreten lassen gegen unseren Induktionsherd. Und ich bin mal gespannt, welches Gerät das Popcorn schneller und besser hinbekommt. Los geht's! Wieder hier mit einer leckeren Schüssel Popcorn. Ich muss sagen, unser Experiment ist geglückt. Das Popcorn ist richtig, richtig lecker geworden. Sowohl mit der Popcornmaschine als auch das Popcorn, was ich im Topf hergestellt habe, ist richtig, richtig lecker. Mit einem ganz, ganz knappen Vorsprung war das Popcorn beim Induktionsherd schneller fertig. Wobei ich dazu sagen muss, ich würde empfehlen, auf jeden Fall einen Deckel zu verwenden, weil es sonst eine Riesenschweinerei gibt und das Popcorn nicht im Topf landet, sondern auf dem Kochfeld und in der Küche. Aber ansonsten ist der Induktionsherd eine super Alternative, wenn man jetzt nicht unbedingt eine Popcornmaschine zur Hand hat und zu Hause trotzdem leckeres, frisches, warmes Popcorn zaubern möchte. Probiert es doch selber mal aus zu Hause. Viel Spaß dabei. Tschüss.